Hallo hier bei Justins Wetter zu diesem Kurzupdate am Morgen. Das wird jetzt kein langes Video werden. Wir wollen jetzt einfach nur mal auf das kräftige Tief jetzt am Wochenende schauen und was man dazu festhalten kann. Ja, es wird sehr, sehr spannend werden. Es wird sehr, sehr viel Niederschlag geben. Und dazu besteht auch noch eine Gewitter- bzw. Unwettergefahr und teilweise auch Überflutungsgefahr durch diese relativ hohen Niederschlagsmengen. Und dafür habe ich mir jetzt dieses Hintergrundbild rausgesucht. Passt sehr, sehr gut mit diesen Gewitterwolken hier im Hintergrund. Und wenn ihr mir auch Fotos, Bilder, Videos zuschicken wollt, könnt ihr das gerne machen an justinswetter@gmail.com. Die Videos eher über Instagram, dort heiße ich auch justinswetter, oder auch auf Facebook und Discord. An beiden auf meinem Server könnt ihr mir auch gerne Fotos und Videos zuschicken. Habe ich unten übrigens noch in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und wir gehen dann jetzt auch direkt mal rein in das aktuelle Wettergeschehen und schauen wir auf den Niederschlag am Sonntag, den 18.8. Kräftige Regenfälle hier in der Südhälfte und teilweise auch in der Westhälfte, teilweise mit Überflutungsgefahr. Je nachdem, wie stark diese Niederschläge dann noch fallen werden, muss man, wie gesagt, mit Überflutungen rechnen. Und das Ganze verlagert sich dann nach und nach wohl weiter Richtung Osten. Und die heftigsten Gewitter, die würde es dann hier in der äußersten Osthälfte geben. Aber in der Südhälfte von Deutschlands wird es dann doch wohl noch weiter regnen. Nicht mal ganz so kräftig, aber da kann dann doch noch mal einiges an Niederschlag durchaus vom Himmel kommen. Und im Vergleich wollen wir uns jetzt noch ein anderes Modell anschauen, und zwar das ECMWF-Modell. Sieht erstmal über der Mitte diese wirklich sehr, sehr heftigen Niederschläge, teilweise auch im Süden und im Südosten kräftige Gewitter, die da mit drin sein werden. Und das Ganze verlagert sich auch nach dem ECMWF-Modell weiter Richtung Osten. Dann hätten wir hier dann wohl kräftige Gewitter an dieser Front dran. Im Süden würde es dann noch mit kräftigen Regenfällen wohl weiter regnen. Und wenn wir dann noch einen Schritt weiter gucken würden, sehen wir, wie diese kräftigen Gewitter schließlich verschwinden, aber sich dann wohl wieder neue bilden werden. Also das ist dann so ein richtiger Wechsel. Sonne, Wolken, schwere Gewitter, teilweise auch dann mal mit kleinkörnigem Hagel und heftigem Starkregen. Wenn jetzt nicht die großen Unwetter verbreitet werden, aber das eine oder andere Unwetter kann man nicht ausschließen. Und das sind dann jetzt schließlich die Niederschlagsmengen bis zum 19.8. nach dem Apersch-Modell. Und da sehen wir dann hier sehr, sehr gut an den Alpen diese wirklich sehr, sehr hohen Niederschlagsmengen. Teilweise werden hier über 100 Liter pro Quadratmeter akkumuliert. Und im Vergleich das Icon D2-Modell, das rechnet auch an den Alpen einiges an Niederschlag. Dafür hier noch über den Westen eine Niederschlagsstraße. Gehen wir nochmal zurück, schauen wir uns das nochmal im Vergleich zum Apersch-Modell an. Auch hier diese Niederschlagsstraße nach dem Apersch-Modell, wie auch hier mit dem Icon-Modell, mit diesen wirklich sehr, sehr hohen Niederschlägen. Schauen wir uns dann noch die Unwettergefahr bzw. die Starkregengefahr am Wochenende an. Einen lilanen Bereich habe ich jetzt doch nochmal mit reingenommen. Das ist vor allem der Alpenrand und die Alpen. Hier muss man doch mit schweren Gewittern, mit heftigen Starkregen rechnen. Aber auch sonst wird dann doch in der Südhälfte relativ viel Niederschlag runterkommen. Aber auch hier und da gibt es dann auch mal schwere Gewitter, nicht so verbreitet wie bei den letzten Lagen jetzt. Wollen wir das Gewitter-Unwetter-Thema jetzt einfach mal abhaken, und dann könnte dann Ende August ein kühler Trog nach Deutschland kommen mit einer sehr, sehr kühlen Nordwestströmung. Und dazu werden dann die Temperaturen auch relativ kalt in 1500 Metern Höhe von teilweise nur um die 5 Grad hier bei uns in Deutschland. Also da müsste man sich dann doch auf eine sehr, sehr kühle Lage einstellen. Und das sehen wir auch sehr, sehr gut an Ensembles, dieses Auf und Ab hier. Erstmal für den Norden, in diesem Fall Flensburg, eher alles Durchschnitt, würde ich mal sagen, mit ein paar Niederschlagssignalen. Die werden jetzt nicht besonders ausgeprägt sein, aber hier und da kann es doch mal ordentlich aus Eimern gießen. Und dann der Süden, in diesem Fall habe ich mir Kempten rausgesucht, im Alpenvorland. Auch hier eher als durchschnittlich und zum Ende des Feiersagezeitraums. Da muss man auch sagen, gehen wir wieder auf eher überdurchschnittliche Werte. Wenig Läufe gehen doch nach unten. Hier deutlich mehr Niederschlagssignale zum einen, da wo es dann wohl diesen sehr, sehr großen Werbeberg geben soll oder wo es diesen Absturz mit diesen kräftigen Niederschlägen am Sonntag geben soll, werden hier dann doch sehr, sehr hohe Niederschlagsmengen akkumuliert. Wir sind eigentlich schon durch. Ende August, also übernächste Woche, werde ich keine Videos mit Greenscreen machen können. Da kommen dann nur Videos hier mit Facecam.
Ich bin im Internat und schaffe es dann nicht rechtzeitig, also seid nicht traurig, seid mir nicht böse, aber dann in den Wochenenden auch wieder mit Greenscreen. Und wir sind jetzt wirklich durch mit diesem Update. Ich würde mich freuen, wenn ihr liken, abonnieren würdet. Werdet gerne Kanalmitglied, da könnt ihr Sondervorteile genießen, zum Beispiel extra Videos nur für euch. Spendet gerne über Super Thanks auch an mich. Ist wie gesagt aber alles kein Muss. Ich würde mich aber dennoch trotzdem freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Update wieder. War höchstwahrscheinlich am morgigen Samstag. Also macht's gut, haut rein. Wir sehen uns morgen wieder.